So, und da muss ich dabei vertwölfen und jetzt hat sein Mikro falsch aufgehängt. Aber jetzt ist er wieder da und willkommen zurück bei Mariucci, Superstar Saga für den Gay Boy Advance. Ja, ihr habt euch gehört, Gay Wars. Ich habe gerade einen Wortwitz gemacht. Warum? Weil ich kann. Also wir warten hier in, keine Ahnung, so ein Raum, wo wir halt die Rätsel machen müssen. Ich sag jetzt, warum weißt du jetzt schon, wo es hingeht? Ganz einfach, ich habe die erste Aufnahme gemacht, die war asynchron. Ich habe glaube ich so 10 Minuten aufgenommen, mehr nicht. Aber ich bin auch nicht weit gekommen. Von daher. Mal gucken. Oh, ich Vogel. Mensch. Dann gehen wir hier hin. Dame. Ich bin blöd. Sehr blöd. Super blöd. Mensch, ich hoffe, es wird heute nicht asynchron. Wäre ich sehr dankbar. Och, komm. Fick dich, Mann. Ich bin gerade wirklich blöd. Mensch. So, jetzt ein bisschen mehr anstrengen. Ey. Ich habe gerade ein bisschen Tastenflash. So, Tastenflash. Frage, welche Taste muss ich drücken? Ja, richtig. So, dann haben wir den Schalter aktiviert und Laser bietet sich um. Und bap. Und dann öffnet sich hier unten das Tor. So. Also ich bin wirklich nicht weit gekommen. Ich habe jetzt nach diesem klitzekleinen Fail hier, über den ich mich eigentlich richtig blamiert habe. Hier leben noch die Monster. Mal gucken, dass wir den Kampf auskommen. Ja. Ich habe mich gerade wirklich blamiert. Ach Gott, wie weit ist das denn noch? Na hier. Also die Rätsel sind nicht schwer. Mal gucken, ein bisschen länger aufnehmen. Ich bin bis zu einer Maus gekommen. Yeah! Alles klappt gerade gut. Alles klappt gerade gut. Alles klappt gerade gut. Alles gut. Alles. Alles gut. Alles gut. Alles. Ja, am Ende ist doch ein bisschen scheiße. Ja, da ist weg. Hier unten. Ach, aus Langeweile eine kleine Plattform. Genau, dann kam das hier. Die Plattform bewegt sich weg, das habe ich jetzt falsch geschnitten. Und dann kommt hier. So, das Monster. So. Ja, ja! Komm, mach. Ja. Ja! Gut so. Gut so. So, Mario lebt wieder. Das ist schön. Ja, hol du nach Luft. So. Dann wäre das erstmal geklärt. Genau, hier war der Kran. Wie ging das nochmal? So, dann kam hier das Fass. Was kam dann? Genau, da mussten wir zurück.
tauschen die Plätze, so dass da noch mal die Plätze, wieder Plätze und fliegen hier über die einzelnen Schluchten rüber. So, erhauen. Das hier kurz kaputt. Dann geht jetzt hier die kleinen Stacheln weg. Können hier ruhig runter. Hau Mario klein und geh mit Mario hier rein. Und dann kam dieses Rätsel, was auch gar nicht so schwer war. Den kenne ich noch auswendig, keine Angst. Sorry, aber ja, ihr wollt ja auch keine asynchrone Aufnahme, oder? Ich mache nur euch das, was euch. Ich liebe es. So, runter, runter, runter. So, und ja, ein zweites Fass. Dabei erinnere ich mich jetzt gerade an eine doch unschöne Szene in diesem Part. Luigi muss wieder hochspringen können. Gehen wir hier hin, gehen wieder hier hoch, tauschen die Seiten, machen Mario zum Fliegen und gehen auch diesen Rest. So. Dann prügeln wir Luigi hier runter und gehen damit hier drauf. Und schon, voila, tschack, tschack. Schallgreifstörung und der Kran, der hier im Weg war, ist im Weg. Und jetzt kommt das, was ich schon über die Pest hasse. Nein, Luigi! Ja, und jetzt müssen wir ihn suchen gehen. Und wie gesagt, das war der unschöne Part in diesem Spielteil. Mann, ich will ja Items haben. Nein! Das wollte ich verhindern, weil ich bin alleine. Alter, ich hab getroffen! Gelb wird, glaube ich, zu blau. Nein. Nein! Alter! Das müsste. Alter. So. Müssen wir halt mal so besiegen. Habe ich auch noch nicht so erlebt. Das Problem ist jetzt, Mario ist wieder super geschwächt. Und wir müssen Pilze halten. Und ich darf nicht so viele Pilze verschwenden. Nicht mal so sagen. Und ich komme da nicht rüber. Weil ich zu blöd bin? Ich denke schon. So. Ja, genau, jetzt kommt diese unschöne Szene. Luigi ist da oben. Und hier kommen uns Fässer entgegen. Und die, wie bei damals Mario gegen Donkey Kong. Muss man diesen Fässer ausweichen? Sonst landet man wieder wie hier unten. Und das ist wirklich unschön gemacht. Komm her. Och Gott, geschafft. Also im vorigen Part saß ich da wirklich lange ran. Ja. So. Dann geht hier unter die Wand und dann. Luigi! Ah. Ja, Luigi wird fallen gelassen. Und die Reise geht los. Oh nein, der arme Luigi, ey. Tschack, und wir haben diesen Knopf aktiviert. Und das Licht geht weiter. Und ihr denkt, das war schon alles? Nein. Denn jetzt kommt noch ein Raum. So. Mario springt jetzt zu Luigi aus irgendeinem Grund. Yeah! Oh, Trauerumarmung. Und wir kommen automatisch hier hin. Das ist eigentlich praktisch. So, aber genug der da rein, denn ab diesem Mauser-Rätsel wird's blind. Also ich habe es noch gelöst, aber dann bin ich hier weiter nicht gegangen.
Dann machen wir mal ein bisschen hier schneller, damit wir auch ein bisschen mehr schaffen diesmal. Vielleicht nehme ich auch heute, weil heute Wochenende ist, nehme ich heute mehr auf. Also Mario muss schlucken. Und wir gehen mit Schwabbelbacke ein. Und ja, wie ihr seht, da ist eine Maus. Habe ich am Anfang eigentlich gerafft. Ich gesagt, hä? Und ja, wir müssen die Maus wirklich da reinhauen. Und dann geht das an. Und ja, wir können rein. Wollen wir die Maus mal... Ah, geht nicht. Kriegt die Maus noch ein paar Stromschläge mehr halt. So, wir aktivieren das Ding hier. Und das führt uns jetzt zum finalen Punkt. Genau. So, und hier hätte ich vorhin aufgehört, aber dann wurde alles asynchron und dann... Oh Gott. Ich hoffe, das passiert bei der Aufnahme nicht jetzt. Wäre schade. So, und weiter geht's. Ab sofort ist es wieder blind. Also. Ah, da ist eine Box aufgetaucht. Wollte mich gerade fragen, was sollte das jetzt? Ja, umdrehen. Haben wir es nicht am Anfang umgedreht? Ich weiß es nicht. Auf. Auf. Open. Yay! Vorbereitung beendet. Meister, wir können einen die Sternmodellzeit von Klang vom versetzten Piece Stimme aussetzen. Ach Gott, nein. Eigentlich wird sich die Welt vor mir verneigen. Alter. Pilz. Lachbohne. So. Peach, stimme ab! Bablub, brablub, brablub. Akkustern. Ja. Da lief wohl etwas nicht nach Plan. Hä? Wieso? Warum? Ein unerwartetes Ereignis. Was wird aus unserem Plan? Ihr wartet euch so, Situation zu zerstören. Wir haben keine Zeit, mit euch zu spielen. Das ist gut so. Yeah, Luigi, du bist cool. Aber warum eigentlich nicht? Wenn ihr wollt, dann komm ich doch. Ich puste euch zurück in euer Pilzkönigreich. Ach du! Scheiße. Ja, okay. Na. Mario! Oh! Ah! Alter! Weg! Verpassen wir nicht mal direkt eine Ladung. Ach du Scheiße. Ja, soll schon das Finale sein? Ah, ja, okay. Linke Hand heißt Luigi zuerst, rechte Hand heißt so und ja, Mario. Und beide heißt halt beide. Ups. Machen wir mal ein bisschen Bros Power. Ja, yeah, 16 Schaden. Ja? Was? Fick dich! Ich nehme eine Mist, lalalala. Oh, richtig. Nice. Oh Mann, ich mach kaum Schaden. Aber die greift direkt beide an, das ist so mies. Den Schaden. Ich bin ja froh, dass ich wenigstens den Schaden mache. Und dass sie sich nicht so oft verdoppelt. Verdoppelt! So, und dann... Alter, du hältst auch viel aus. Ja, solange du nicht diese
Vervielfachnummer machst. Nein, machen wir wieder Bros. Hacke, Bruder. Nice, nice. Ja, 5 Schaden. So, und da springen wir einmal drauf. Alter, solange du keine flüchtigen Auskünfte mal 3 machst, ist alles okay. Ich muss mal ein bisschen beruhigter mit den Bros-Punkten eingeben. Wenn die sich gleich selber heilt, da bin ich ja. Ja, yeah, super. Mit Riesenlecks. Alter, das hat jetzt mal richtig gehangen. Fick dich. Was? Wow, 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 wow. Alter. Okay, falsche Wahl zu treffen wäre nicht gut. Ja, richtig. Ach, Mario. Mario, du bist gleich tot. Mario, du brauchst Hilfe. Nom nom. Lecker. Gut so. So. Falsche Seite. Dabei müsste es mir eigentlich leicht fallen. Aber es ist eine sture Hexe. Lange kriege ich da Gefühl für. Und wieder verdreifacht sie sich. Und ich weiß nicht, welche die echte ist. Ja, ich denke mal die. Nein! Scheiße, ein Toll und dann... Oh, auf Wort vergiftet! Item. Mario! So. Nein. Superpilz. Und Luigi, dann greif an. Boah, bin ich blöd. So, ich hoffe, ich treffe jetzt die richtige. Ja, die richtige. Und da verdreifacht sie sich schon wieder. Mario, du hältst dich mit. Alter, ich hasse diese Verdreifachung. Nom, Frischwurz hilft. Aber dieser Boss, ne? Der ist ja eigentlich schon geil, ja? Mit diesen. Na, komm schon! 2 Toll hintereinander und dann ist das die falsche Hexe. Vor allem, wie macht die das? Och, Mario, neigst du dazu zu vergiften? Na gut, du hast die richtige. Nein. Haben wir Bros-Attacke. Aber der Boss gibt sich wohl nicht so leicht zu schlagen. Ah, verdammt. Und schon wieder dreifach. Aber ich habe eine Vermutung. Ja? Kann es das sein? Mario, erstmal Heilung. Gut so. Ja, und verdreifach dich wieder. Tja. Alter, nee! So langsam wird's unfair. Ist ja cool, dass du. Oh, Mario! Neigst du dazu zu vergiften, oder wie? Ja. Da unten war die echte. Hä? Alter. Item. Frischwurz. Also ich muss ein bisschen vorsichtiger kämpfen. Nüsse. So. Haben wir erstmal ein bisschen wieder Energie.
Hat er das richtig gesehen? Heißt das ernsthaft? Ich hab grad was entdeckt. Wenn die sich teilt. Ach super, Mario, ich kann das nicht mehr. Dann hinterlässt sie Schatten. Und da ist einer anders, wenn ich jetzt in der Theorie richtig liege. Ja, ich liege richtig. Und somit machen wir uns diesen Kampf mächtig einfach. Was für starke Kämpfer, als hätte ich alle Zeit der Welt. Ist doch egal. Bringen wir es zu Ende! Fick dich! Alter. Ja, Mario fällt ins schwarze Loch. Alter! Zweimal angreifen ist unfair. Oh, guck mal, wie die guckt. Also Respekt habe ich ja schon, die hat schön weiße Zähne. Bros. Ach, ich kann ja nicht mehr. Komm, gib auf. Na, Mario fällt mal wieder ins Loch. Wie immer. Du Lochkind Mario. Alter, wie lange geht das noch? Und warum eine zweite Phase? Das ist dummes Gehüpfe. Los, eine Bros-Attacke und dann Ende im Gelände. Ja, ernsthaft, wird Ende im Gelände. Jo, super. Beide kriegen 100 EP-Punkte. Mario hat 3800, Luigi 4015. Mario Level Up. Nice. Ein bisschen KP mehr. Tut auch gut. Ach, guck mal, dreimal hintereinander 4 und da bleibt es bei 2 stehen. Luigi Level 16. Nice. So ist das, ha? Und Luigi kriegt auch ein bisschen mehr KP. Ja, auch 2. Och, Luigi direkt 2 Level ab. Wie geil ist das denn? Warum kriegt Mario nur 1 und Luigi 2? Also, das ist halt cool. Daran liegt es. Luigi, du machst auch sofort mehr Schaden. Ja, auch 2. Wie konnte das? Was ist das? Ah, Krankfried? Ganz ruhig. Mit dieser Maschine sauge ich eure Energie auf. Alter. Oh, mein Krankfried. Noch eine letzte Hieb. Gegen diese Frechlinge. Verstanden. Ey, komm mir nicht zu nah. Jemand, der coole Prinz auf einmal. Wusch, boah, wie geil. Hättest du nicht vorhin auch schon kommen können, hätte ich den Kampf gleich gehabt. Schnell, in den Keller. Da finden wir die Sternenbohne. What? Was? Die Sternenbohne ist wild geworden, als sie die Stimme von Preston Beach gehört hat? Na. Warum die Sternenbohne so auf die Stimme von Preston Beach reagiert hat? Dahinter steckt ein extrem erstaunliches Geheimnis. Was? Das können wir können reden, wenn die Stimme wieder an ihren Platz gebracht haben. Schnell, folgt mir ins untere Geschoss. Boah, du Arsch. Ich hasse sowas. Ich durfte auch nicht mehr auf den ganzen Bildschirm spielen. Gehen wir jetzt noch weiter? Ja, komm. Nuss. Haben wir uns verdient. Ach, hier geht's nur zum Keller, oder wie? Ach, wie geil. Chance nutzen, Geld zu kriegen. Geld. Oh, das ist nice. Das läuft. Ja, das lief nice. Dann hier rein. Und noch mehr Münzen. Alter, warum schenken wir uns am Ende eines Spiels so viele Münzen? Alter. Das Automaten find ich Lollipop. Lollipop.
Ach, schade. Andererseits, wenn wir jetzt noch tiefer gehen. Ja, komm. Ja, hier ist noch mehr. So. Super Nuss. Also hier sind auch noch Gegner. Fast um Himmel. Und das ist schon wieder so ein Hund. Aber diesmal sind wir ja mächtiger. Wir haben keine Ahnung, wo wir hier eigentlich sind. Ja, damit ist der erste Gegner besiegt. Ja, du machst nichts. Töte es, Mario! Ja, fast. Muss ich mich nicht mehr anstrengen. So. Ja, kriegt Mario noch ein Level ab zum Schluss dieses Parts eigentlich jetzt. Ich höre den Part jetzt doch auf, weil wir haben ja schon viel geschafft. Was könntest du gebrauchen? Mehr Brüderpunkte. Und wir kriegen für Mario 4 Brüderpunkte, nice! So, ich hau die auf. Wo sind wir eigentlich? Och. Ach so, jo. Das wäre eigentlich gar nicht mehr so weit, aber egal. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich bin am Amazon da verteufelt. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder, weil scheint, das Spiel ist hier gleich auch ja in Kürze zu Ende. Ich glaube, ich nehme den Endpart auch direkt auf. Aber wir haben jetzt Luke Miller. Ja, aber. Ja. Ich denke mal, dann Luke Miller wird in Partners on Time wiederkommen mit Krampfi zusammen und ja, das war eigentlich ein schönes kurzes Spiel, aber ansonsten hat es mir sehr gefallen. Bis dahin sage ich erstmal, ich, was da unten? Egal. Ich bin Amazon dabei vor 12. Bis zum nächsten Mal. Masala Vista, Baby.